Der Talent Award Ruhr 2019. Zum siebten Mal ehrte die Stiftung Talentmetropole Ruhr fünf Frauen und Männer, die in der Ruhrregion als Bildungsförderer Großes leisten. 700 Gäste waren der Einladung ins ThyssenKrupp-Quartier in Essen gefolgt. Gemeinsam feierten alle Anwesenden die Preisträger und ihre vorbildlichen Förderprojekte. Zur Einstimmung bot der junge Beatboxer Kevin O'Neill eine Performance der besonderen Art. Der erste Talent Award Ruhr 2019 ging dann an Oliver Janz. Der 53-Jährige vermittelt mit seinem Verein Düsentrieb jungen Menschen aus Duisburg-Hochfeld technisches Verständnis und soziale Kompetenzen. Ja, wunderbar. Ich bin überwältigt. Diese tolle Veranstaltung, diese Ehrung. Ich bin überwältigt und sehr dankbar. Der Gesamtschullehrer Marc Bienk war der zweite Preisträger des Abends. In seinem Robotikprojekt in Mülheim macht er Oberstufenschüler so fit, dass sie anschließend Grundschüler für IT und Roboter begeistern können. Ja, ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich aber vor allen Dingen auch über die Wertschätzung, die er mir zuteil wird mit dieser Veranstaltung. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Fernab der Heimat wirkt Guntram Seipel. Der Techniklehrer reist mit Schülern seiner Gesamtschule in Gladbeck regelmäßig nach Afrika. In Sambia bauen sie mit Schülern vor Ort Photovoltaikanlagen und Wasserpumpen. Schön erstmal, überwältigend hier die Veranstaltung und auch einfach schön, jetzt schon mal die ersten Kontakte geknüpft zu haben. Sport und Bildung. Diese Brücke baut Professor Dr. Frank Strieve beim Essener Fußballclub BV Altenessen 06. Dort begleitet er junge Kicker unterschiedlichster Herkunft als Trainer und Mentor und unterstützt sie in Bildungsfragen. Ja, eine Anerkennung für eine Leistung, die man im Ehrenamt erbringt und was eigentlich selten so gewürdigt wird. Also in so einem Rahmen schon gar nicht. Ne? Den Sonderpreis erhielt Schäfer van Uden, die sich in Duisburg für junge Leistungsträger aus einem sozial herausfordernden Umfeld engagiert. Ihr Aletta-Haniel-Programm wirkt vor Ort und bietet weit mehr als Berufsorientierung. Das motiviert mich weiter und wird mich darin bestärken, was ich mache, auch weiterzumachen. Fünf Best-Practice-Beispiele, die zeigen, wie durch persönliches Engagement und dem Glauben an die Potenziale junger Menschen vorbildliche und nachhaltige Projekte entstehen können. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir hier den Menschen eine Bühne geben, die vielleicht sich nicht so in den Vordergrund drängen, aber ganz viel machen, die nicht so viel reden, aber ganz viel tun. Und am Ende sind es doch diese kleinen Projekte, die unsere Welt hier ein Stück weit verändern können. Und das freut mich und dafür steht für mich auch der Talent Award Ruhr. Ich bin unheimlich beeindruckt und begeistert. Was wir heute hier gesehen haben, ist gesellschaftliches Engagement. Leute, die in ihrer Freizeit einfach einen Sinn und Zweck stiften wollen. Und ich bin sehr, sehr angetan und bin inspiriert von den vielen, vielen tollen Ideen und vielen, vielen tollen Aktivitäten, die wir gesehen haben. Das anschließende Get-Together war ein stimmungsvoller Abschluss einer gelungenen Veranstaltung. Einer Preisverleihung, die Chancen bietet, wie frühere Preisträger aus eigener Erfahrung wissen. Total nachhaltig war ein bleibendes, entstehendes Netzwerk, wo ganz viele Dinge neu entstanden sind und auch wieder neue Gedanken ausgeschöpft worden. Und weil es so schön war, darf man schon neugierig sein, welche Talentförderer im kommenden Jahr den Talent Award Ruhr erhalten.